Dieser Deckel fürs Differentialgehäuse, der sieht ja relativ symmetrisch aus und man ist geneigt zu glauben, dass diese 8 Schrauben alle auf einem gleichmäßigen Lochkreis sitzen. Der passt aber tatsächlich nur in einer einzigen Stellung hier drauf. Und zwar so, wenn ich den auch nur um eine Teilung versetze, dann steht diese Schraube daneben. Da setze ich ihn um noch eine. Dann steht diese daneben und diese auch. Versetze ich ihn um eine weitere. Dann passt das auch wieder nicht. Und noch eine auch nicht. Und noch eine auch nicht. Und die auch nicht. Aber jetzt muss bald wieder die kommen, die wir ursprünglich hatten. Wenn ich das 8-mal gemacht habe, dann bin ich wieder da, wo ich angefangen habe. Man kann den also, selbst wenn man es versucht, nicht falsch montieren. Obwohl es für die Funktion des Deckels vollkommen Wumpe wäre, denn der ist ja innen vollkommen symmetrisch. Das Einzige, worauf es hier ankommt, warum der so sitzen soll, das ist diese Ölfurche, die er da unten hat. Da soll sich Öl sammeln und soll in das Getriebegehäuse, also aus dem Lager das Öl, was in der Kugelbahn runtertropft, das soll wieder nach innen laufen. Und das soll nicht dem Zufall überlassen bleiben, wo das hinläuft. Denn hier, wo der Hebel ist, ist oben und da, wo die Furche ist, ist unten und darum passt der nur so hier drauf. Und hier oben steht dann und unten auch eine Ecke zum Draufklopfen beim Abnehmen zur Verfügung. So, hier sind schon Stiftschrauben drin, das scheidet aus als passables Muster, als Schablone und hier ist ein Zentrierrand im Wege. Das hier ist die Originaldichtung. Die hat ja hier, wie man sieht, relativ wenig Abstand zwischen dem Loch und dem Rand. Das ist sehr filigran. Der Rand ist sehr dünn. Es wird also darauf ankommen, die Löcher nicht zu groß zu machen. Und vor allem werde ich vorher den inneren Kreis ausschneiden müssen. Sonst kann ich hier nicht weitermachen. Sonst kann ich also den Rest nicht ausschneiden. Ich werde den Rand messen und dann nehme ich einen Zirkel und zeichne mir auf dem Bogen Papier den Kreis an, schneide den Kreis aus, korrigiere gegebenenfalls, bis der sich hier schön drauflegen lässt. Das darf ruhig ein bisschen stramm passen, nicht zu stramm, sonst reißt es ja auf, aber auch nicht zu locker. Und dann werde ich die Löcher wohl eher mit einem Locheisenstanzen, das nur 8,5 misst und statt 9, damit ich da nicht unnötig Materialstärke zwischen Loch und Innenkreis vergeude und verschenke, denn das ist hier so dünn, dass es schon fast ein Abmahnungsgrund für den Konstrukteur gewesen wäre. Es sind weniger als 2 mm, 1,7 ungefähr, 1,5 sogar nur. Und wenn ich hier messe, das Loch hat einen Durchmesser von 8,7. Das lässt sich jetzt nicht so ganz elegant messen, aber nur mal, um so eine Idee zu kriegen, wie nah der Lochrand an den Zentrierrand geht, dann ist das hier nur etwa 1 mm. Das ist ja ganz schön waghalsig, möchte ich sagen. Also ich hätte da wirklich vorgeschlagen, den Zentrierrand etwas kleiner zu machen, damit hier mehr Fleisch zwischen Loch und Rand steht. Das hätte das Getriebegehäuse auch hergegeben. Aber nun, sei es drum, es ist so und wir werden auch damit klarkommen. Inzwischen habe ich das Loch hier reingeschnitten und habe auch schon mal eins der Löcher gestanzt. Das große Loch passt gut auf den Zentrierdurchmesser. Und das eine habe ich deshalb gestanzt, damit ich es in Übereinstimmung mit einem der 8 Löcher bringen kann. Denn jetzt will ich noch mal eine andere Methode zeigen, wie man die Löcher auch anzeichnen kann. Wenn man die fühlen kann mit der Fingerkuppe oder mit dem Daumen, dann kann man auch hier einfach mit dem Daumen über dem Loch ein bisschen reiben und dadurch einen Abdruck erzeugen. Dabei darf sich nur der ganze Papierkreis nicht drehen. Und diesen Abdruck, den sieht man nachher von der anderen Seite. Und der kann als, da war eins und hier ist eins, der kann dann als Markierung dienen zum Stanzen des Lochs. Hier ist das nächste.
man fühlt das, weil das Papier sich da reindrückt. Da ist wieder eins. Und hier ist auch eins. Und da ist auch eins. Wer glaubt, die Löcher säßen immer an den Rippen, der irrt, weil dieses Loch nicht an der Rippe sitzt. Aber sonst stimmt das ziemlich gut überein, dass die Löcher da sind, wo die Rippen sind. Anders als beim Menschen übrigens. Und jetzt kann man die Abdrücke der Löcher recht gut erkennen. Das wölbt sich nämlich. Ne? Sieht man, dass sich das wölben tät. Da wölbt es sich. Da wölbt es sich auch. Hey. So, du, uns wölbt sich noch eins. Das wölbt sich 8-mal. Und nun habe ich leider kein Locheisen gefunden mit 8,5 mm Durchmesser, sondern nur eins mit 8 mm. Aber das passt hier so schön drüber. Das ist mir schon groß genug und außerdem arbeiten wir ja genau. Was ist denn mit Locheisen? Wo ist das Eisen hin? Das ist das 12er. Man sollte doch Ordnung halten. Ne? Das zeigt einem das. Hier steht 8 drauf. Ja. Das ist das Richtige, gnädige Frau. Und hier ist die Markierung. Und da muss ich jetzt eben nach Augenmaß und Respektabstand von 1,5 mm von diesem Rand halten. Denn meine reingedrückte Daumenkontur, die geht wirklich bis zu dem Rand, weil ich das Papier ja sozusagen da reinmassiere in das Loch, wenn ich da mit dem Daumen drauf drücke. Und dann wird der Abdruck größer. Größer als nachher das Loch wird. Das muss man bedenken. Aber das ist ja leicht zu verstehen. Denn wir wissen ja, dass wir nicht bis zu dem Rand durchstanzen dürfen. Und jetzt fehlt nur noch ein einziges. Das da. Und dann haben wir sie alle. Ja, haben wir sie denn noch alle? Ja, doch. Ich glaube schon. Jetzt müssen wir nur noch die Außenkontur schneiden. Ach, jetzt kommt wieder das heitere Ratespiel. Wie passt das? So nicht, so nicht, so nicht. Da muss ich ja auch noch, ja, ich muss es ja so rumlegen. Das ist ja wieder mit Selbstüberlistung. Ich habe ja die beschriftete Seite nach oben gelegt und die unbeschriftete mit dem Daumen gedrückt. Das heißt, ich muss auf diese Weise suchen und dann habe ich es auch gefunden. Jetzt mache ich mir da aber mal eine Marke dran. Ich hatte mir an den Deckel so eine grüne Marke gemacht. Die mache ich mir jetzt an das Papier auch. Sonst sucht man sich ja albern bei dieser kunstreichen asymmetrischen Teilung. Ja, und jetzt haben wir also das Ganze so weit, dass das Lochbild passt und der Innenkreis. Jetzt müssen wir nur noch die Außenkontur anzeichnen. Das können wir ja hier wunderbar mit dem Bleistift machen. Da brauchen wir gar keine Verrenkungen dafür. Die Positionierung durch die Löcher ist ja schon gegeben. Dann kann ich hier mit dem Bleistift einfach dran langfahren. Muss ich natürlich so nach und nach tun. Geht jetzt frei in der Luft für die Kamera nicht ganz so bequem wie am Tisch. Und darum mache ich das auch am Tisch. Das ist ja von der Form her fast ein Teil für einen MG, ein Oktogon. Oder wie die Engländer sagen, Oktagon, ein Achteck. Wenn der Bleistift zwischendurch mal ein bisschen verrutscht ist oder die Linie so ein Datterig zeigt, dann schneidet man mit der geraden Schere bei so einer Kontur natürlich stur geradeaus. Denn man weiß ja, bis auf, ich glaube, 2 leicht gewölbte Seiten an diesem Teil sind ja die anderen gerade. Die meisten sind gerade. Das ist eine gerade Seite. Hier kommt wieder eine runde. Da ich mit dem Bleistift ja außen angezeichnet habe und die Mine eine bestimmte Dicke hat, wird die Dichtung jetzt an der Außenkontur etwas reichlich. Das macht aber nichts, das ist besser als zu klein. Und hier, meine sehr verehrten Damen und Herren, sehen Sie das Ergebnis unserer Bemühungen, eine Dichtung aus dem Vollen zu schnitzen. Ist das nichts?
Das passt sogar, möchte ich sagen, über die Stehbolzen. Wenn wir das jetzt mal probeweise montieren. Ich mache mal jetzt endlich oben einen grünen Strich dran. Dann kommt die Stunde der Wahrheit. Lässt es sich über sämtliche 8 Stiftschrauben oder Stehbolzen zwanglos drüber fädeln? Wenn ja, ist gut. Wenn nein, dann muss nachgearbeitet werden. Das ist ja jetzt sehr knapp geschnitten, aber es geht. Die alte Dichtung, die ging übrigens ziemlich schwer ab. Und da war das Abfädeln von diesen Gewindebolzen ähnlich frickelig. Man darf da keine Gewalt anwenden und nicht ungeduldig werden, sonst reißt man sich an der schwachen Stelle gleich einen Riss ein. Passiert das einmal, mag es noch gehen, aber besser ist, es passiert nicht. Die Älteren unter den Zuschauern erinnern sich noch, dass dieses Lager beim Ausziehen der Welle im Gehäuse stecken geblieben war. Und das wollten wir vorsichtshalber erneuern. Der Lagerdurchmesser, also der Zapfendurchmesser von dieser Welle, der hat sich als maßhaltig erwiesen, einigermaßen. Aber das Lager geht, wie man sieht, schon mit Fingerdruck ab, sodass ich den Verdacht habe, dieser Lagerinnenring sei etwas zu groß geworden. Ich werde das durch eine Messung zu verifizieren versuchen. Ich habe bereits ein neues Lager besorgt, das ich dann hier aufschrumpfen werde. Ich könnte es auch aufpressen, die Welle würde das vertragen, das Lager auch. Aber ich werde das Lager erhitzen und dann denke ich, dann fällt das schon alleine hier drauf. Ich messe mal den Durchmesser des Lagerzapfens, auf den das Kugellager aufgepresst wird. Und der misst wenig mehr als 20,00. Das ist nicht ganz ein halber Teilstrich, der über 0 steht. Also maximal misst er 20,004 vielleicht. So über 20,005, wobei ich die letzte Stelle schätzen muss. Ich kann ja nur zwischen 2 Teilstrichen per Auge vermitteln. Also es ist ein halber Strich, das heißt ein halbes Hundertstel. Ein Zapfen ist ein halbes Hundertstel Millimeter dicker als Nennmaß. Ich messe jetzt den Innendurchmesser des Lagers. Ich möchte wissen, ob der vergrößert ist. Ich habe hier einen Einstellring mit 25 mm Durchmesser, genau 25,000. Ich habe hier eine 3-Punkt-Innenmessschraube von Tesa. Die geht von 20 bis 25. Die kalibriere ich jetzt oder ich überprüfe sie mit Hilfe dieses Rings. Und dann muss die Anzeige genau 25,000 betragen. Das ist der Fall. Die Striche bei 0 stehen sich gegenüber. Die zeigt also genau an. Ich schraube die jetzt zurück bis auf 20. Man sieht, wie diese Messeinsätze reingehen. Ich messe jetzt das ausgebaute Lager und stelle fest, dass sein Innendurchmesser ein halbes Hundertstel größer ist als Nennmaß, denn der Teilstrich steht einen halben Strich unter 0, also einen kurzen Teilstrich unter 0. So ist kleiner, so ist größer. Es ist sogar fast ein ganzer Teilstrich, naja, sagen wir mal ein halber bis einer. Um besser zu zentrieren, lege ich das Lager auf eine ebene Fläche. Stelle die Messschraube hier rein, dann habe ich eine gute Winkelausrichtung. Und jetzt lese ich ab. Und ich kann ablesen, dass das Lager innen ein halbes Hundertstel größer ist. Unter der Null ist größer, über der Null ist kleiner. Es ist ein halbes Hundertstel größer als Nennmaß, also ist es 20,005. Und wir hatten am Zapfen gemessen auch 20,005, das heißt, das sitzt ohne jegliches Übermaß auf dem Zapfen. Der Lagerring ist zu groß. Der ist wahrscheinlich schon auf dem Zapfen rundgewandert. Darum blieb das Lager auch im Gehäuse stecken mit dem Außenring. Die Passung am Außenring war fester als am Innenring. Und nun nehmen wir mal auch zum Vergleich ein neues Lager, 6304 C3. C3 hat aber auf die Passung des Innenrings und Außenrings keinen Einfluss. Und da lesen wir ab, das Lager ist knapp ein Hundertstel enger als 20. Mindestens ist es 5-6 μ enger als 20. Das bedeutet, wenn ich dieses Lager mit dem Zapfen verheirate, dann habe ich 6 μ vom Lager und ungefähr 5 μ geschätzt vom Zapfen. Das heißt, ich habe ein Hundertstel Pressung zwischen Lagerinnenring und Außenring. Das reicht, das wird fest genug. Also werde ich mit diesem Lager zurechtkommen, damit statte ich die Welle aus. Und um das draufzusetzen, werde ich es schlicht ein bisschen erwärmen.
dann wird der Innenring weiter und dann fällt das da drauf. Dann brauche ich nicht zu pressen. Ich habe das Lager jetzt hier auf die Heizplatte gelegt, auf die Planfläche, nicht auf die vertieft liegende Mitte. Dann ist der Wärmeübergang besser. Das dauert nicht lange, dann wird das spuckheiß sein. Wenn so ein Tropfen Wasser auf dem Lager zischt, dann hat es sicherlich so gut über 100 Grad, 120, 130. Dann nehme ich das in die Hand, natürlich mit einem Schutzhandschuh, und trage es zum Wellenzapfen und stecke es da drauf. Jetzt ist es schon heiß genug, es zischt schon. Das Lager wird jetzt einfach da drauf fallen. Zack. Und in dem Moment, wo es drauf fällt, wird natürlich der Zapfen mit erwärmt und der Innenring kühlt sich ab. Schon wenige Sekunden später kann man es nicht mehr abziehen. Jedenfalls nicht von Hand. Jetzt lassen wir das abkühlen und dann ist auch diese Stelle soweit in Ordnung. Ich möchte diesen Wellendichtring hier rausholen, bevor das Gehäuse wieder mit den Innereien bestückt wird. Wäre das Getriebe eingebaut im Fahrzeug, dann würde ich hier zwei Löcher reinbohren, zwei Blechschrauben reinstecken und dann am Kopf der Blechschraube mit einem Geißfuß hebeln und den Ring rausziehen. Aber so beim zerlegten Gehäuse komme ich ja auch von innen ran. Nicht besonders gut zwar, aber es ist möglich. Ich nehme dieses Stück Auspuffrohr, nehme ein Stück 40er Rundaluminium und dann sollte das gehen. Und es geht auch. Da ist er. Und er ist, naja, noch so ein bisschen elastisch. Er ist nicht so schlimm verhärtet, wie die beiden Ringe an dem Getriebeausgang waren. Ich werde diesen Kupplungsausrückhebel vom 600er Gehäuse abbauen, denn wie es schon im ersten Teil des Zerlegevideos gezeigt worden ist, ist die Blechstärke dieser Ausrückhebel am 600er Getriebe nur 3,5 mm und am 700er ist es mehr als doppelt so viel. Da messe ich 7,5 und das ist Grund genug, den schwachen Hebel durch diesen verstärkten zu ersetzen, damit sich die Lagerzapfen, die sich hier in diesen Klauen bewegen, nicht so schnell abnutzen. Die beiden Schrauben hier sind nicht so gut zugänglich und man versucht hier einen Ringschlüssel drauf zu stecken, dann geht das zunächst mal nicht. Der Trick ist einfach, man drückt den Hebel, sodass der Schraubenkopf zugänglich wird und löst ihn. Diesen hatte ich schon gelöst, diesen noch nicht. Man kann hier ein bisschen vorspannen und dann mit dem Kunststoffhammer auf den Schlüssel klopfen. Vorteilhaft ist natürlich ein Zwölfkant-Ringschlüssel, damit man mehr Auswahl hat für die Position, in der man ihn aufsetzt. Damit ich nicht dauernd von Hand hier diesen Hebel gegen die Feder gespannt halten muss, setze ich ein Stück Metall oder Holz passender Länge zwischen Hebel und Gehäuse. Und dann bleibt er von alleine oben und dann kann ich hier ungestört die Schraubenköpfe rausdrehen. Einen Steckschlüssel kann ich aber hier nicht aufstecken, weil diese beiden Arme hier trapezförmig zusammenlaufen und den Weg versperren. Ich muss also weiter geduldig Stück für Stück mit dem Ringschlüssel arbeiten oder mit der offenen Seite. Bevor die Schrauben ganz lose werden, nehme ich diesen Federspannklotz wieder weg, damit mir nicht, wenn die Schraube sich ganz löst, der ganze Salat ins Gesicht hüpft. Dann ist es mir lieber, die Feder ist entspannt und ich kann hier die Schrauben zwanglos rausdrehen. Wenn es auch ein bisschen Geduld erfordert, immer nur eine Sechsteldrehung ist natürlich mühsam. Man sieht, es ist unmöglich, hier auch den dünnwandigsten 14er Steckschlüssel aufzustecken. Die linke Schraube ist schon lose, die kann man schon rausnehmen und die rechte ist noch nicht lose. Und selbst wenn ich hier jetzt rüber kippe, naja, dann geht es gerade so. Vorher ging es die ganze Zeit nicht, aber die ist ja jetzt sowieso schon los. Und da die Erreichbarkeit dieser Schrauben so bescheiden ist, werde ich den breiteren, stabileren Hebel schon anschrauben, bevor die Getriebewelle hier rausguckt, denn dann hätte ich ja noch weniger Platz. Die Hebel werden also sofort ausgewechselt.
Aber zuerst muss diese Kloake dahinter von ihrem Schmutz befreit werden. Dann leistet Bremsenreiniger gute Dienste, aber seien Sie bitte mit dem Zeug vorsichtig. Benutzen Sie das nur in gut belüfteten Räumen und niemals in Arbeitsgruben, denn die Dämpfe sind schwerer als Luft, die sammeln sich unten. Und wenn Sie dann einen Funken erzeugen, und sei es nur dadurch, dass Sie mit einem Schraubenschlüssel, der vielleicht aus der Kitteltasche rausschaut, an der Fuge oder am rauen Putz der Grubenwand entlang ratschen, dann macht es Wumm und Sie haben ein Problem. Vielleicht haben Sie auch keins mehr, weil es Sie danach nicht mehr gibt. Es sind jedenfalls schwere Unfälle passiert damit. Und man sollte dieses wirksame, gut fett- und schmutzlösende Mittel nicht im Übermaß verwenden, weil jede wirksame Chemikalie auch Nebenwirkungen hat. Und hier ist es eher eine physikalische Nebenwirkung. Die Dämpfe sind explosiv und sie sind schwerer als Luft. Das ist also ähnlich typisch wie bei Propan- und Butangas. Das ist schön genug, auch für das Auge eines gestrengen Inquisitors, der beim Scrutinizing in die Kupplungsglocke schaut, um dann tadelnd festzustellen, das sei ja gar nicht richtig sauber. Schlechter Pflegezustand, bestenfalls Note 3 bis 4. Und nun, Mero, kommt der 700er Ausrückhebel da rein. Das können wir ohne weiteres machen. Die sind von den Maßen gleich, das Innenmaß ist gleich, die lichte Weite hier zwischen den Gabeln, die ja erforderlich ist, um dem Ausrücklager genügend Platz zu bieten. Lediglich die Stärke der Arme ist beim 700er größer. Der Rest, die Kontur, wenn man von der Seite drauf schaut, ist auch gleich und die Hebellängen sind auch gleich. Auch der Bolzendurchmesser für den Gelenkbolzen. Auch die Form dieses Lagerbox ist die gleiche. Die ist allerdings bei dem späteren 700er Getriebe, das den Kupplungsausrückhebel auf der anderen Seite hat, nicht gleich geblieben. Da gibt es unterschiedliche Varianten. Und wenn jemand den Ehrgeiz hat, die große 180 mm Kupplung mit dem Getriebe des 600 zu verheiraten, dann muss er, weil die Kupplung höher aufbaut, einen kürzeren Lagerbock bauen, der also von hier bis zum Auge kürzer ist. Aber dieser ist, wie man sieht, gleich. Also lasse ich Lagerbock und Hebel zusammen und baue diesen Lagerbock mit diesem Hebel mit frischem Fett wieder zusammen und schraube ihn ans Getriebe. Links ist unser Muster vom 600, rechts das Teil vom 700. Dieser Lagerbolzen lässt sich nur von einer Seite reinstecken in den Lagerbock. Hier passt er zwar von beiden Seiten rein, aber das nützt nichts, weil in diesem Lagerbock nur eine Bohrung rund ist und die eine hat zwei Flächen. Das dient zur Verdrehsicherung. Der Bolzen hat auch zwei Flächen. Er passt also nur von einer Seite hier rein. Und diese beiden Flächen, die verriegeln sich da. Die sorgen dafür, dass der Bolzen sich nicht mitdrehen kann. Und das ist auch die Stelle, an die nachher der Sicherungsring kommt. Dieser hier, der kleine. Der hat ja Gott sei Dank zwei Augen zum Anfassen. Und darum kann man den mit einer Sägeringzange spreizen. Jetzt stehen wir vor der Frage, was wir für Fett nehmen. Denn hier wird es ja ziemlich warm. Ich habe hier von einem freundlichen Klüber-Mitarbeiter mal eine Probe dieses sündteuren Klübersint BH72 Tralala erhalten. Das ist ein Wälzlagerfett für thermisch hochbelastete Lager. Das sieht aus wie eine leckere Vanillecreme. Und das reicht mir auch wieder für den Rest der nächsten drei Leben. Davon nehme ich mal, weil das so schön wärmebeständig ist, ein Quantum und massiere das hier in die Rillen. Das ist schon mehr, als ich brauche, was ich hier am Schraubendreher habe. Aber damit können wir sechsspännig ins Armenhaus fahren. Das ist eigentlich Perlen vor die Säue. Man könnte auch Graphitfett nehmen oder Kupferpaste. Aber da das Fett nun schon mal da ist und auch benutzt werden soll, nehme ich das mal hierfür. Von der runden Seite her muss die Seite mit den zwei Flächen zuerst da rein geschoben werden. Also machen wir das mal.
Und dann wird das so gedreht, dass die zwei Flächen in das Gegenstück reingehen. So, jetzt hat es geschnackelt. Er war ein wenig unwillig. Aber jetzt ist er da drin. Und jetzt wird der kleine Sicherungsring gleich hier drauf gesetzt, damit er ja nicht vergessen wird. Und dann kommt das Teil wieder ins Gehäuse. Jetzt brauchen wir eine Sägeringzange. Also dieses Teil, das sich aufspreizt, wenn man drückt. Dann fädeln die Zangenenden in die Löcher des Sägerings und setzen ihn in die Nut. Überzeugen uns nochmal davon, dass der auch schön da drin sitzt. Wir können auch ihn mal so ein bisschen provozieren und zum Rausspringen ermuntern. Das darf er nicht. Der muss da zuverlässig in der Nut sitzen. So, so ist das schön. Sehen sich beide ähnlich. Die schlanke Mama und die dicke Tochter. Und jetzt kommt die dicke Tochter ins Gehäuse. Der Hebel wird von innen her eingefädelt. Und diese Feder, die muss gleich mit rein. Die ist nämlich sonst nur noch sehr schwierig oder gar nicht reinzubekommen. Die stützt sich hier auf dieser Nase ab. Und im Gehäuse ist ja hier auch eine Nase, die die Feder führt. Zwischen diese Nasen muss sie und dann müssen wir sie so ein bisschen spannen und die Schrauben einfädeln. Mal sehen, ob das wenigstens ein Stück weit mit dem Steckschlüssel geht. Ist aber nicht so. Also müssen wir hier mit spitzen Fingern, die dabei ordentlich schwarz werden, die Schrauben erstmal ins Gewinde bringen, damit das Gewinde zunächst mal die ersten Gänge fasst. Das hat das jetzt getan. Dann darf ich schon mal loslassen und die zweite Schraube in die Hand nehmen. Mit Scheibe drunter natürlich. Ne? Nicht vergessen. Und da ist ja wirklich alles im Weg an dieser Stelle. Da kann man von hinten mit einem Finger in den Lagerbock greifen und von vorn mit dem Daumen drehen. Und je kleiner der Finger ist, desto vorteilhafter ist es. Also die dicken Wurstfinger aus Südhessen, die müssen sich da mehr anstrengen, müssen vielleicht die grazilen Händchen einer bezaubernden Assistentin zu Hilfe nehmen, die aber sicherlich was Besseres zu tun hat, als an öligen, dreckverschmierten Getrieben rumzuschrauben. Mal sehen, ob wir uns jetzt mit dem Schlüssel helfen können. Auch nicht. Hier würden wir sicherlich mit moderneren Schrauben mit 13er Kopf noch ein wenig Platz rausgeizen können und dann hätten wir es etwas leichter. Aber mit Blick auf die Originalität und die kostbaren Knipping-Schrauben in diesem Fall, auf denen noch die altmodische Festigkeitsangabe 8G steht, müssen wir das weiter so machen. Wer schön sein will, muss leiden. So. Irgendwann können wir aber hier auch wieder den Klotz runtersetzen, denn jetzt kann uns ja nichts mehr ins Gesicht springen. Ich spanne mal den Hebel vor, dann habe ich hier vorne wieder ein bisschen mehr Platz. Jetzt zieht es natürlich den Lagerbock mit runter und daran können wir ihn auch schlecht hindern, denn die Feder sorgt dafür, dass das so ist. Mit dem Steckschlüssel kommen wir immer noch nicht zu Rande, also müssen wir hier peu à peu anziehen. So, es ist vollbracht. Der Lagerbock ist fest. Und falls jemand vermutet, dass damals in der Serienfertigung sich der Fertigungsleiter jeden Tag aufs Neue mit seinem Konstrukteurskollegen in den Haaren gelegen hat, wie man sowas nur bauen kann, da ist meine Antwort, das ist in der Serie natürlich nicht als komplette Einheit hier mühselig mit Maulschlüsselchen reingefummelt worden. Dafür wäre gar keine Zeit gewesen. Das hätte kein Mensch bezahlen können. Die Kalkulatoren hätten sich die Haare gerauft. Da hat man natürlich den Lagerbock einzeln angeschraubt, solange der Hebel noch gar nicht hier drin war. Dann kommt man ja mit dem Steckschlüssel hier ran an die Schrauben und man hat den Bolzen und den Hebel nachträglich eingebaut. Erst war der Lagerbock mit dem Gehäuse verbunden, dann hat man den Hebel da reingesteckt, wobei allerdings die Feder vorgespannt werden muss, während man den Bolzen hier durchschiebt. Das ist auch kein Vergnügen, aber für die Serienproduktion kann man sich dafür eine Vorrichtung bauen. Das ist so ein Ausrücklager und man sieht hier, dass die Klauen am Ausrückhebel genauso breit sind wie die Lagerzapfen. Das ist natürlich gut und weitaus besser als die ältere 600er Lösung, bei der die Klaue nur bestenfalls halb so breit war wie der Lagerzapfen und darum hat sich in den Zapfen auch immer eine schöne Rille eingearbeitet, sodass der immer weiter nach hier wanderte. Je tiefer sich diese Halbrundung in den Zapfen eingrub, desto mehr wich das Drucklager zum Hebel hin aus. Und dabei verändert sich natürlich auch das Kupplungsspiel.
Man sieht, dass die Lagerung nicht super präzise ist, ne? Aber das Spiel wird ja rausgedrückt. Sobald hier am Kupplungszug gezogen wird, wenn aufs Pedal gelatscht wird, dann ist das Spiel ja weg.